Guten Tag, heute geht's weiter mit Danny Faumann. Ach ja, waren schöne Zeiten. Freunde fürs Leben, haben die geschrieben. Einen Tag später sind die alle auseinander. Heftig, heftig. Solche Freundschaften brauche ich nicht mehr. Junge, schreib mir nicht. Ja, kannst du doch blockieren. Ist doch, So, das ist Brief von Hisham, Datum, von Knast, hat er mir geschrieben, will in Politik, bla bla, ja, wo ist er gelandet, also aus der Politik, wieder bei V-Mann, ja, Danny, und das geht weiter, und diese Junge, habt ihr auch nicht resozialisieren können? Anscheinend konnte ihr nichts, ja. Es wird alles wie es geht. Es wird alles wie es geht. So, das ist der V-Mann. Das ist der V-Mann. Der sagt, der hat mit Rocker gar nichts zu tun gehabt. Ja, schlimm. Der hat gar nichts zu tun gehabt. Der weiß auch überhaupt nicht, was Rocker ist, ja. Aber sich heil kann er mir sagen, meine Kette klauen. Also diese V-Mann von Berlin hat regelmäßig so 50.000 und so bekommen. Wie viel bekommst du eigentlich, ja? Ach, du kleines Muttersöhnchen, du kleines, armes Taugenix-Würstchen. Immer du bist so am Ende, du hast nichts, du bist nichts. Schlimmer ist, du wirst auch nichts. Hör auf, mir zu schreiben. Schreib mir nicht. Ich habe keine Lust, mit dir irgendwelche Kommunikation zu führen, weil du mir einfach zu hoch bist. Ey, du bist so dumm, ohne Scheiß, weißt du was? Wenn man dich im Wasser schmeißt, du bist so cool in deinem Kopf, der schwimmt auf jeden Fall hoch. Deswegen, ne? Wenn du was zu tun hast, dann mach es, aber bitte nicht hier auf meine Nummer. Was gibt es Leute, die hier arbeiten, das kennst du ja nicht als armer Asylant. Verpiss dich. Schnallst du das nicht, du Vollidiot? Lass das sein, mir zu schreiben, du Ochse. Mich interessiert das nicht, ob eine Linda, Minda oder wer auch immer dir schreibt. Wann kapierst du das? Kriegst du das in deinen kleinen, hohlen Schädel nicht rein, du Vollidiot? Verpiss dich. Geh dir ein neues Opfer suchen. Also, der weiß selber, dass er Opfer ist. Ach, Junge, nimm dir doch endlich mal das Leben. Du nervst. Du Spasti. Ey, nur weil du Inzest gezeugt bist und denen entsprechend irgendwelche Probleme in deinem Hirn hast, musst du ja nicht andere Leute damit nerven. Weißt du, was du geschafft hast, dass alle Leute denken, dass du einfach nur in einer Pfanne hast? Das hast du geschafft. Also wir haben wirklich die Realität erkannt. Dann schick doch neue Fotos von Hisham, du, Linda, Inge und Chopa zusammen mit Nurettin und Döge am besten, bitte. Ja. Seid ihr von Berlin? Hey, voll cool. Bis jetzt durfte niemand Name von V-Männer veröffentlichen. Ich bin der erste Asylant und der erste Mensch in Deutschland, der das geschafft hat. Sag mal Hurra. Hey, Hurra. Oh, Junge, Alter, mach jetzt endlich den Kopf, so ein verdammtes Stück Scheiße. Halt deine verkommene Fresse, verpiss dich und geh dein Papa seinen Schwanz lutschen. Weiter daran arbeiten, den Verlust. Du scheiß Schwein, Alter. Jetzt komm ich vorbei und schneid dir nicht mal der Ausgehörige der Stufe. Ach, Danny. Oh, Junge, Alter, mach
mach jetzt endlich den Kopf, so ein verdammtes Stück Scheiße. Halt deine verkommene Fresse, verpiss dich. Auf jeden Fall hat er mich dann blockiert, endlich. Oh, Gott sei Dank. So. Ja, das ist halt in Deutschland 2020. Die Menschen machen etwas, aber danach wissen sie nicht, was sie gemacht haben. Ja, 1915 Tage und Nächte habe ich eine Zelle gesehen, ja, während diese Leute, diese V-Mann Dreckspack und diese korrupte Beamten schöne Zeit gehabt hatten. Das ist der Unterschied, ja, für die Leute, die das nicht wissen, was das heißt, Zelle zu, 24 Stunden drin bleiben, 23 Stunden da drin bleiben, ja, genau.